Moin Moin und willkommen zurück zur SV Sandhausen Karriere in FIFA 17. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich im Winter Leute verkaufen müssen, aber dafür kommen wir dann später, im Winter, wenn es soweit ist, denn wir sollen ja, ja mein Ziel vom Vorstand, dass nämlich das Gehalt maximal um 20% gesteigert werden darf. Da sind wir deutlich drüber. Und das werden wir dann im Winter mal zusammen angehen. Aber erstmal jetzt der Blick und der Fokus auf den vierten Spieltag der Europa League-Gruppe. Und wir schauen uns mal kurz die Tabelle an. Bilbao Tabellenführer mit 6 Punkten nach 3 Spielen. Wir Tabellenzweiter mit 4 Punkten. Başakşehir ebenfalls 4 Punkte nach 3 Spielen. Und Bordeaux sogar 3 nach 3 Spielen. Also noch alles möglich in dieser Gruppe. Und hier am vierten Spieltag. Das heißt, Başakşehir ein bisschen Spieltags. Heute wie uns ergibt. Und dann gehen wir rein in Schwarz. Und wir werden uns heute mal auf ein 532 umzustellen. Larski, Franke, Friedrich, Gara da hinten links. Und Kiste, Dorone, Rieger wird und damit Kuralski kommt da auf der Doppel 6 wieder in die Partie. Und dann wird heute Piontek, Fischer, Jeftic, Höhler. Höhler kriegt mal eine Pause, dafür Piontek von Anfang an. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein. Parallel nehmen wir das Spiel der Hertha mit. Und wir nehmen auch unser Gruppenspiel mit. Und damit ab geht's. Na, wow. Und damit schauen wir gleich mal rein, werden uns mal kurz Piontek ein bisschen sich warm dribbelt für Bilbao, für ein wichtiges Spiel. Gehen wir jetzt rein. Hier nach Bilbao zum vierten Spieltag der Europa League. Stadion auch eher in Spanien natürlich gut. Laune zum Spiel des Tabellenführers gegen den Tabellenzweiten der Gruppe. Im Hinspiel haben wir gegen Bilbao zu Hause knapp mit 1:0 verloren. Das war die Heimpremiere in der Europa. Nee, war es gar nicht. Gegen Bordeaux war die Heimpremiere, wenn ich mich ganz täusche. Genau. Also, was ich gesagt habe. Könnte man Tabellenführer werden. Und das soll auch nicht das Ziel sein heute. Bilbao mit die Aufstellung mit
Kepa im Tor, dann der Marcos Laporte, Jarai, was ich wie üblich, also wir schon im Hinspiel in einem 4-3-3 mit Gilhelmer, mit Imora, mit Akete, mit Williams, mit Willer Braun und mit Munjain. Unsere Aufstellung wollen wir uns nicht nochmal anschauen, denn wir haben ja vor dem Spiel gesehen, was wir geändert haben heute. Und damit auf geht's in die Partie. Gilherme auf Laporte, der mit dem Ball auf Valenciaga. Valenciaga, Gilherme, Ibora, gut dazwischen. Piontek. Rami. Aber Munjain. Munjain, gut dazwischen. Meffert. Jeftic. Und Bürami. Kowalski. Pakarada. Und Williams mit dem Einwurf. Und Williams langer Ball. Munjain. Munjain. Und das Ding ist drin. Es trudelt über die Linie. 1:0 nach 10 Minuten. Mit der Führung. Damit die Führung für Bilbao. Was machen wir jetzt? Der Einwurf zurückgeworfen. Nächster Ballverlust im Mittelfeld. Das ist bitter. Gilherme nach außen ab auf Williams. Williams Flanke etc. greift zu Donnarigga. Pagarada. Bürami wird gelegt, gibt den Freistoß. Donnarigga, kurzer Freistoß. De Marcos mit dem Freistoß. Laporte, langer Ball, Williams gewinnt den Ball. Und dann gibt es aber Abstoß nach 18 Minuten. Donnarigga mit Pakarada, mit Rami Kuralski, der junge Verletzungspause wieder mit dabei. Und was ist das für ein Ball? Der wollte nochmal nach außen gehen, war aber völlig falsch. Piontek, Jeftic mit Meffert. Meffert nochmal drauf gestiegen, zurückgelegt. Der Abschluss von Jeftic abgeblockt. Die erste gute Aktion des SV ist hier in Spanien. Meffert ja zum Einwurf da, wichtig. In dieser Munjain. Flanke kommt, gut geklärt. Und jetzt versucht der SVS es wieder über die
spielerische Variante mit Jevtic. Der Kuralski findet Kuralskis Fehler dann doch in die Mitte. Jevtic, Meffert da außen läuft, Stolarski, der junge Pole, aber der Mann aus Bilbao gerät schon ab und gewinnt den Ball. Ibora wieder für die Gastgeber, wieder zum Einwurf geklärt. Und das ist diese Krux an der Sache. Friedrich Bilbao gewinnt solche Bälle und wir klären nur zum Einwurf. Das sind dann diese kleinen Feinheiten, die heute einfach fehlen. Wieder Williams, der hat viel zu viel Platz. Die Flanke Toriga ist nicht da, ist dann doch da. Klärt den Ball dann überhaupt nicht. Und dann doch irgendwie. Rami. Danke. Ibora. Wilhelme. Williams. Nächster Einwurf für die Gastgeber. Williams. Jevtic. Einwurf für uns. Der Einwurf da auf Meffert. Kuralski. Brami. Jontek. Jevtic. Ja, ihn. Belabria hält den Ball. Was langer Ball. Jevtic. Kuralski legt sich den Ball vor. Und dann kriegen wir den Ball nicht durchgesteckt und nicht mehr zu Ende gespielt. Diesen Angriff. Gut dazwischen. Jevtic nach außen. Und dann ist hier Pause. In Bilbao. Wir werden jetzt etwas umstellen. Berami geht raus, Fischer kommt. Und damit gibt es den ersten Wechsel. In dieser Phase. Der Partie. Kuralski, nächstes Foul, was gegen uns gepfiffen wird. Und das ist der Marcos gegen 2, setzt sich durch, die Flanke kommt. Turunariga, Stolarski verliert den Ball. Und irgendwie können wir den Ball klären. Jevtic.
Fischer. Durchgesteckt. Meffert, jetzt braucht aber eine Anspielstation. Findet ihr in Pacarada. Der macht das Spiel auch nochmal ruhig. Ganz ruhig macht er das. Mit Friedrich. Mit Stolarski. Versuchen jetzt wieder ein bisschen zu erarbeiten. Da ist wieder Pacarada. Der versucht dann genau solche Bälle zu spielen. Fischer, da muss dann eigentlich einer noch mitkommen aus dem Zentrum. Torunariga. Meffert. Das ist jetzt die Idee. Da ist Piontek. Da ist Jeray, der das Ding klärt. Eckball. Und es gibt die gelbe Karte. Ja. Für Ibora. Hier in der 57. hier die gelbe Karte sieht. Und jetzt gehen wir rein. In dieser Standardsituation von Jeftic. Die ist nicht schlecht, der Kopfball ist aber nicht wirklich zielgeführend von Piontek. Der Abstoß von Kepa Richtung Dingens. Friedrich Vilabria gewinnt aber den Ball. Und außen ist eigentlich. Aber Jeftic gewinnt den Ball, setzt sich durch. Jeftic. Immer noch Jeftic. Fischer auf der Außenbahn, die Flanke abgeblockt, zurückgelegt, Stolarski, Jeftic, Piontek, drumrum, Piontek, Tor, nein! Ich hatte den Torschrei schon auf den Lippen. Munjain. Gut dazwischen, aber wir kriegen den Ball wieder nicht zum eigenen Mann. Ibora. Jetzt aber vielleicht die Option. Fischer kommt nicht ganz an den Ball. Wieder Munjain für die Gastgeber. Ayub. Dazwischen. Piontek, Fischer, jetzt müsste doch mal was gehen. Jeftic, jetzt müsste außen natürlich Stolarski kommen. Der kommt aber viel zu spät. Und das ist Asik. Meffert, Foulspiel gepfiffen. Langer Ball. Und der Ball mit dem kurzen Ball auf Torunariga, der nach außen auf Pacarada. Das ist Guralski, das Fischer. Jeftic. Und das ist nicht gespielt, die Idee. Runariga dazwischen. Fischer. Ja, gut gespielt. Piontek, das muss es. Und der ist abgegeben neben den Kasten. Das muss die Führung sein. Das muss der aus gleich hier sein. Und das war das Riesending. Und das ist Williams für die Gastgeber.
Torunariga stellt sich rein, klärt zum Eckball. Und der Eckball geht weit zurück. Piontek. Meifert. Piontek. Und das Ball ist schlecht für Wolanski. Williams ist dazwischen. Fischer klärt zum Einwurf. Ayub zurückgelegt, Jirai. Nochmal Ayub nach außen. Wolanski. Wolanski. Piontek nochmal auf Guralski. Dacht, Cholaski blockt, Cholaski kommt dann aber nicht durch. Kesola, Flanke etc. ist da. Nachspielzeit läuft bereits. Also muss hier noch was passieren. Hier passiert aber gar nichts mehr. Außer dem Abschluss von Bilbao etc. nochmal dem langen Ball und dann dürfte hier Schluss sein. Ja, so ist es. Schluss. Und damit unterliegen wir auch das zweite Spiel gegen Bilbao mit 0-1. Damit ist es bitter für uns, denn wir holen keinen Punkt. Und dann schauen wir mal, wie sich Bordeaux gegen Başakşehir hier ausgeht. Nämlich 1-0 für Başakşehir hier. Das heißt, damit rutschen wir in der Gruppe mit 4 Punkten. Und Başakşehir hier hat jetzt 7 auf dem Konto. Das heißt, wir sind nur noch Gruppendritter in der Europa League und müssen also dann die nächsten beiden Spiele sowohl gegen Girondins als auch gegen Başakşehir hier erfolgreich gestalten, wenn es mit dem Weiterkommen noch was werden soll. Erstmal gehen wir zurück ins Alltagsgeschäft im nächsten Part, nämlich mit dem 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04. Aber das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch trotz der knappen Niederlage heute gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part gegen den FC Schalke 04. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao!